Alles doch gehört Allah, dem Herrn der Welten. Dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Buch Koran sagt und handelt rechtschaffen. Und handelt rechtschaffen, denn ich sehe wohl, was ihr tut. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem einen. Dem einen ohne Teilhabe gibt und Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist, Allahs Segen. Allahs Segen und der Frieden seien auf ihm, auf seinen Gefährten, auf den Angehörigen und all denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Unser Thema von heute geht um ein sehr wichtiges Thema. Und zwar die ersten 10 Tage des Dhul-Hijja sind besonders. Verehrte Muslime, Islam ist die Religion der Barmherzigkeit und die ist zufrieden. Islam ist die Religion der Barmherzigkeit. In dieser Religion, Islam, gibt es bestimmte Tage, die Allahs Gnade vermehren und uns an seine Gnade, seine Barmherzigkeit erinnern ließen. Davon sind die ersten 10 Tage von Dhul-Hijja. Die Religion Islam, verehrte Muslime, befasst sich mit der Spiritualität. Islam erhöht die Spiritualität und auch befasst sich mit dem Verbessern der Seele. Allah, der Erhabene, sagte im Koran, O ihr glaubt, verbeugt euch und werft euch nieder und tut das Gute. Und tut das Gute, auf dass es euch wohl ergehen möge. Auch unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehrte uns und sagte, wenn ein Muslim einen Baum pflanzt oder etwas anders sät und die Tiere hervon essen wird dies als Almosen sein. Almosen sein. Auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer einen Baum pflanzt, der wird von Allah Belohnung bekommen, wie der Baum Früchte trägt. Almosen sind Retter für den Muslim. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Schatten des Gläubigen ist am Tag der Auferstehung Almosen, so spielt die Almosen in unserer Religion sehr wichtige Rolle. Verehrte Muslime, die ersten zehn Tage von Dhul-Hijja und Dhul-Hijja ist der 12. Monat des islamischen Kalenders. Dieser Monat kommt mit diesen 10
Tagen, den ersten 10 Tagen, und zwar die Barmherzigkeit von Allah. Die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah haben eine wichtige Stelle im Islam. Erstens, in ihnen versammeln alle gute Taten im Islam. Zum Beispiel Zakat, Gebet, Fasten, Allahs Gedanken und auch Belgern. Nur Belgern geschieht in diesen Tagen. Nämlich, die alle guten Taten können in diesen 10 Tagen geschehen. Auch Allah, der Erhabene, Allah bezeichnet diese Tage als die bekannten Tage im Koran. Allah sagte in Surah Al-Hajj, und sie gedanken Allahs an den bekannten Tagen. Das ist nicht nur bekannte Tage für uns, sondern auch für Allah. Bekannte Tage mit der Barmherzigkeit, mit dem Vermehren der Gnaden und Gaben von Allah. Al-Hajj, der in diesen Tagen passiert, bedeutet die Hingabe Allah gegenüber. Hingabe, Unterwerfung vor Allah. So bedeutet Al-Hajj. In diesen Tagen gibt es wichtige Tage. Yawm al-Tarwiyah, der 8. Tag des Dhul-Hijjah Monats, der 9. Tag Arafah, Yawm Arafah, der 10. Tag Yawm al-Nahri. So sind die besten Tage. Die besten Tage, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt keine Tage, die vor Allah größer sind und an denen ihm die gute Taten ausgeführt als diese Tage. Als dieser Tage, so sagte die Sahaba, fragten die Propheten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und sagten fragend: O Propheten, das gilt auch für den Dschihad, die Bemühung auf Allahs Wege? Der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete und sagte, dies gilt auch für den Dschihad, zwar die Bemühung auf Allahs Wege. In diesen Tagen gibt es immer das Gute. Der Muslim kann auch sagte, labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Ich gehöre Allah, gehorsam nach gehorsam. So ist die Hingabe vor Allah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch, es gibt keine Tage, die vor Allah größer sind und an denen auch ihm gute Tate, gute Tate geschieht als diese 10 Tage. So rezitieren während dieser Tage viel Tahlil und Takbir und Tahmid. Tahlil ist
La ilaha illallah. Es gibt keine Gottheit außer Allah. Tahmid, Preis und Danken für Allah. Und Takbir, Allah sei größer. Tasbih, Subhanallah. Preis sei er. So muss der Muslim immer sagen, insgesamt sagen, besonders in diesen 10 Tagen. Alles Lob gehört Allah, Frieden und Segen seien auf dem letzten Gesandten Muhammad, auf seinem Gefährten und Angehörigen. Verehrte Schwestern und Brüder, in diesen Tagen versammeln alle gute Taten. Der Muslim soll auch diese Tage nicht vermeiden. Soll der vernünftige Muslim soll diese Tage richtig nutzen, damit er von Allah die große Barmherzigkeit bekommt. Nicht nur der Pilger, sondern auch der Nichtpilger. Der Nichtpilger kann auch immer fasten, besonders fasten. So lehrt er uns auch Allah fil Hadith al-Qudusi, als er sagte, alle Taten vom Sohn Adams sind für ihn, bis auf das Fasten. Nur das Fasten ist für mich. Denn das Fasten ist nur für mich. Und ich würde es belohnen. Fasten. Auch Gedanken Allahs. Auch Gebet. Mit Zieren. Koran. Und Hilfe der anderen Menschen. Dazu ruft der Islam auf. Integrität, Verbreitung der Liebe, Stiftung des Heils. Vermeiden des Hasses und Neids. So muss der Muslim, der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte, wer einem Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt nimmt, dem wird Allah eine Sorge von den Sorgen des Tages des Gerichtes nehmen. So ist die schöne Vergeltung. Wer den anderen hilft, wird Allah ihm auch helfen. Wer dem anderen nutzt, wird auch immer das Gute finden. So ist der Gerechtigkeit bei uns im Islam. Ich beende meine Predigt mit diesem folgenden Bittgebet. O Allah, O Allah, O Allah, ermögliche uns Al-Hajj und Al-Umrah. Vergib uns unsere Sünden. Nimm von uns die guten Taten. O Allah,
reinige unser Herzen und stupft sich unser Leben mit dem Glück und mit der Fröhlichkeit voll. Amen.